Hallo Freunde, na, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Crash Bandicoot 4. Wisst ihr, was ich gerade sagen wollte? GTA. Und wisst ihr warum? Ich guck gerade. Gerade jetzt eben gerade habe ich das neueste Video von Templar Assassin 689 geguckt zu GTA Advance. Oh mein Gott. Ja, das war gerade irgendwie noch in meinem Brain drin. Mensch, egal. Machen wir das nächste Level mit Cortex. Mal gucken, was sich hier noch ergeben wird, weil ich befürchte mal, dass, keine Ahnung, irgendwie Cortex uns vielleicht betrayen wird und sagen wird, ich bin doch der Böse und bin der Endboss. Ja, wird passieren, da bin ich mir relativ, relativ sicher. Aber gucken wir mal, wie GTA Advance. Ja, schönes Spiel, also, denke ich, bin noch ganz am Anfang, zweite Folge gerade vom Templar, wenn du das siehst, hallo, wenn du das siehst, ich bin mir relativ sicher, dass du das siehst. Werde ich auch noch spielen, auf jeden Fall, irgendwann mal. Aber erstmal Liberty City Stories und vielleicht auch noch Vice City Stories vorher. Muss ich mal gucken. So, Cortex Level sind auf jeden Fall meine Hasslevel. Das habe ich schon festgestellt. Mag ich echt am wenigsten. Also ich weiß nicht, Cortex Strong ist irgendwie ein bisschen komisch. Nicht vorhandener Doppelsprung. Gut, hat Dingo auch nicht, aber er kann wenigstens gleiten. Macht es ein bisschen einfacher. Der Sound gerade so laut vor. Aber der war vorher, glaube ich, auch so laut. Ja, ich habe jetzt tatsächlich seit der letzten Aufnahme von Crash habe ich, mach kaputt den Dreck jetzt. Alter. Cortex. Habe ich, von zwei anderen Konsolen aufgenommen. Die stehen momentan, ja, momentan stehen bei mir drei Konsolen rum. Am PC. Vorhin waren es vier. Die Switch habe ich wieder weggebracht. Ich habe vorhin, Wetten, die fahren. Nee, dachte, das wäre jetzt eine seitlich fahrende Plattform vielleicht. Das war mies. Scheißkiste. ja, ich habe gestern eine Stunde in aufgenommen für einem Switch-Spiel. Da ich zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ob es dann schon veröffentlicht ist, sage ich mal lieber nichts. Ja. Dann natürlich der Metal Gear Solid Stream. Steht da rechts? Und was mit RIP? RIP and Tear. Mach die Kiste kaputt. Okay, Moment, dann machen wir das mal anders. Machen wir erstmal natürlich so, damit wir hier die Kiste kaputt machen können. Dann mache ich mal lieber. Oh, geht auch so. Oh nein. Oh nee. Oh. Ich hasse das. Boah, ich hasse es. Durch die Wand. Ach, ich kann mich hier nicht mehr umbringen. Das ist ja schön. Darf ich bitte mich suizidieren hier? Danke. Und zum dritten Mal hier lang. Woo! I'm loving it. Aber was ich ganz nett finde, dass es hier in dieser Zukunftswelt irgendwie gar keine Rückblendenbänder mehr gibt. Weil wir ja die ganze Zeit nicht Crash spielen. In Leveling gab es ja nie. Außer am ersten, glaube ich. So. Gib mir die Kiste. Moment, dann machen wir mal eben. Genau. Wie? Ja, danke. So, mehr ist sie nicht. Sage ich jetzt einfach. Hui. So, das Ding da weg. So. Hoffentlich kriegen wir bald mal einen Checkpoint. Das wäre lieb. In other words, ich krieg's nicht. Ich mag die Musik hier. Der ist so ein bisschen an die alte Crash-Musik wieder. Ich finde den Soundtrack insgesamt vom Spiel echt nicht so besonders, muss ich sagen. Der geht nicht so ins Ohr wie. Ui! Bei anderen. Panik runtergelaufen. Ich wollte auch eigentlich den abknallen, aber irgendwie hat das nicht so geklappt. Wie ich mir das vorgestellt habe. Danke. Die stürzen doch bestimmt ein, oder? Hey, mach die Kiste.
Ich bin so kacke. Komm, machen wir mal so. Besser für uns alle, glaube ich. Okay, der Sprung reicht nicht. Boah, ich hasse Cortex. Der steuert sich so kacke. Ich hasse ihn. Okay. Wie soll das jetzt so schnell funktionieren? Stürzen alle ein da hinten, oder? Ich glaube schon. Warte mal. Oh, Alter, was passiert hier schon wieder? Oh. Ups. War ein Unfall. Das war noch. Das, was war das? Ich wollte mit R1 schießen. Mhm. Ich bin ein Shooter oder was? Oh, okay. Reicht jetzt. Okay, es geht auch. Mach den doch! Oh, danke. Irgendwie, I guess. Warte mal. Mann! Ah! Stimmt, die Plattform kommt wieder. Hätte warten können. Alter, ist das Level wieder zum Kotzen. Ich krieg zu viel. Ich glaube, ich muss mal wieder auf den Analogstick wechseln. Sonst wird das hier nichts. Und sind meine Sprünge wieder viel zu unpräzise. Oh, das ist nett. Ja, ist mir egal. Okay. Bitte keine Kiste übersehen. Nee, das ist Bonuslevel wieder übersehe, wie letztes Mal. Falls das überhaupt war, weil es gab ja keinen Crash-Teil, von da weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt ein Bonuslevel gab. Es kann auch sein, dass es das gar nicht gab. Aber nichtsdestotrotz habe ich sau viele Kisten übersehen, die wahrscheinlich alle in einem Gebiet waren. Anders kann ich mir das nicht so ganz erklären. Ups. Runtergerutscht. Oh, nicht ausreichend. Oh, da links ist nichts mehr, ne? Kann ja gar nicht. Oh Gott. Ja, schalalalala. Immerhin nicht tot, ne? Ich würde sagen, zum Glück muss ich hier ja nicht ohne Sterben durch. Naja, doch. Nicht mehr als dreimal. Scheiße. Machen wir es doch einfach nochmal. Irgendwie. Ich finde das richtig dreckig, diese Stelle. Richtig schmutzig schon wieder. Wie viele Kisten gibt es eigentlich? 122. Wir haben 33. Hey, na, ein bisschen mehr. So prozentual gesehen. Geht nicht. Oh, das reicht nicht. Ja. Och Mann, ich springe aber auch wieder wie so ein Vollidiot lang. Mann. So. Darauf, darauf. Wieso geht das nicht mehr? Ich bin verarscht. Geht doch. Oh. Videospiel will mich heute aber auch wieder richtig anal nehmen, einfach nur. Was sind bei denen hier? Aha. Scheint ja wunderbar zu helfen. Boah, ich hasse es schon wieder.
Mann! Alter, spring doch nicht so unpräzise, du Bastard, ey. Was für eine neue Beleidigung für Cortex. Alter, ich krieg es nicht geschissen. Cortex ausdenken. Der Bastard ist eigentlich schon Crash. Oh Gott, Jesus. Ding, ding. Okay. Okay, da oben ist. Liebe ist. Jetzt schon. Natürlich kamen da zwei. Wovon gehe ich denn aus? Oh, da war nun egal. Nein! Ich bin eh gestorben. Gut. da oben war noch eine Kiste. Oh, da ist der geheime Edelstein da oben. Wo komme ich da denn hin? Ach so. Ah, das ist hier bestimmt so eine Dingskiste, die hier erscheint. Eine Sprungkiste. Ich bin dumm. Ich bin so unfassbar dumm. Ich kann mir keine Sachen merken. Hey. Oh. So. Wir haben gerade den ersten. Oh Gott. Okay, vier Autos kommen hier. Nicht schlecht. Autos vor allem. Hier wieder nur einer. Interessant. Ach so. Ich habe eine Waffe. Ich weiß, wie man sie benutzt. So. Was? Was? Ich war doch auf der Plattform. Oh, ey. Oh, dieses Spiel hat so beschissen Hitboxen, meine ich meine. Das ist ein wahres Crash Bandicoot-Spiel. Ey, auch zu viel verlangt, das mal zu bearbeiten. So. Komm zu Papa. Also schön, dann muss ich tatsächlich jetzt auch nicht mehr den extra Sprung hier machen, falls ich jetzt nochmal sterben sollte, weil der Edelstein bleibt ja gespeichert. Ich bin. Oh Gott, ich wollte gerade nach drei Stück springen. Vielleicht bin ich noch nicht richtig wach, es ist 10.42 Uhr. Dich weg. Was sind das eigentlich für Autos hier? Wagen. Sind auch wie so, diese Kofferwagen, die es in Hotels gibt. So. Aha. Letztes Mal kamen nur zwei. Scheiß Spiel, ey. Oh, gib mir das auf den Sack. Aber ich muss ja jetzt nicht mehr zurück. Aha. Mach die kaputt, ey. Ausrufezeichenkiste werde ich trotzdem nochmal aktivieren. Vielleicht triggert das auch irgendwo anders was. So. Eins, zwei, drei. Anscheinend doch drei. Merkwürdig. Okay, Kisten hier irgendwo? Moment. Die ist am Rand oder so. Alles möglich hier, ne? Was machen die denn da? Lassen die mir ihr Müll fallen? Oha, das sieht ja schon mal spannend aus. Achso. Hä?
Wie ist denn hier jetzt eine TNT-Kiste aktiviert worden? Oh. Oh. Die Cortex guckt den. Ich würde ja sagen, ich verstehe. Warum echt sein, verstehe ich nicht so ganz. Da habe ich schnell geschaltet, wa? Boah. Okay, den kann ich bestimmt, genau, komme ich rauf? Natürlich nicht. Oh! Ey, der kann so wenig springen, dieser Cortex, ne? Was ist das für ein Jump'n'Run, wenn er nur so wenig springen kann, ne? Achso, da muss ich auch hin. Momentan, dann erstmal hier hin. Okay, dann doch nicht hier hin. Okay. Ja. Achso, er fährt. Eben ist er nicht gefahren. Oh. Aber das geht. Ja, fuck. Tja, da wurde ich weggeschmissen. Oh, das wird richtig zum Kotzen. Guck mal, wie viele Scheißviecher da sind, ey. Bei allen muss ich smart sein. Gar keinen Bock drauf. Alter! Mein Herz. Guck mal, jetzt fährt der hier. Das hat der vorhin. Ist so doof, ne? Warum kann ich mir. Warum mache ich das? Hat der vorhin nicht gemacht. Aha. Okay. Hab natürlich trotzdem. Ah, keine Maske jetzt, wollte ich sagen. Ah, warte mal, ich muss bestimmt da von hier hoch. Ja, wo ist jetzt. Wo muss ich jetzt lang und wo ist optional, ne? Okay. Komm nicht mehr runter. Oh. Ja, ey, weiß ich doch nicht, ob da was war. Oh Mann, das ist so zum Kotzen, Mann. Toll. Ich weiß halt nicht, ob da unten was war. Bestimmt nicht. Jetzt zieh mich bei den Dingern immer. Oh, einfach rüber jetzt. Boah, ich hasse es. Ja, das hasse ich noch viel mehr hier gerade. Oh, dieses Spiel. Ich freue mich aufs Nachfolgeprojekt. Ich weiß noch nicht, was es wird. Crash Tag Team Racing. Nein. Bitte erstmal was anderes. Ich habe erstmal genug Crash für die nächste Zeit, glaube ich. Crash Bash. So, hier war nichts, ne? Genau. Oh Gott. Jetzt muss ich leider hier rein, weil ich bin mir halt nicht sicher. Mann! Hier ist nichts. Ich habe ihn eigentlich abgeknallt, aber er war einen Millimeter zu hoch.
Ja, fantastisch. Großartig. Oh! Da habe ich schon eine Maske und dann wird es erstmal instant verkackt. So muss das. Ach so! Man stirbt auch einfach, wenn man es berührt. Das ist ja schön. Ey. Halt wäre ein Millimeter zu hoch. Spring darauf. Was tue ich? Ich hoffe jetzt wirklich, da ist nichts mehr. Oh Gott. Bin ich klar, dass es geht. So. Fuck you all, ey. Oh, wir haben jetzt zwar schon alle Edelsteine für die Wumpas, aber der Level an sich dauert noch ewig. Ja, komm. Ich beende an dieser Stelle, Freunde. Ja, ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann schaffen wir das Level schon irgendwie. Boah, das wird mittlerweile einfach zwei Folgen für ein Level. Boah, das ist so dumm, ne? Ach, egal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.